Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 1. November 2017? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und hat immer noch einen Einfluss von Kreuz des Südens. Dieser Kreuz des Südens ist ein Sternbild im Himmel und sichtbar im Südhalbkugel, und hier in diesem Sternbild befindet sich das Südpol und dient zum Orientierung. Das Kreuz des Südens wird in Verbindung gebracht mit religiösen oder mit spirituellen Themen. Die Sonne gibt natürlich die Klarheit. Wir brauchen Orientierung und so treffen wir unsere Entscheidungen. Mond hat eine zunehmende Mondphase und befindet sich im Grenzbereich zwischen Fischen und Tierkreiszeichen Widder. Also heute übergeht der Mond in Tierkreiszeichen Widder. In diesem Bereich befindet sich das Sternbild Walfisch, und dieser Walfisch ist bekannt von der Mythologie. Ich erkläre die Geschichte dazu, weil nicht nur die Mond vermittelt diese Botschaft, sondern auch unserem Planet Erde, weil unserem Planet Erde hat einen Einfluss von Sternbild Andromeda. Und Andromeda und dieser Walfisch, das hängt zusammen. Wie ist diese Geschichte? Es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Und diese Königin prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Andromeda ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Diese Meeresjungfrauen haben nicht gefreut, wo das gehört haben, und sie haben bei Poseidon beschwert. Poseidon ist nichts anderes als Neptun und in griechischer Mythologie Gott des Meeres. Poseidon schickte der Walfisch in diesem Königreich die prahlenden Königin Cassiopeia zu bestrafen. Was macht dieser Walfisch, dieser Seeungeheuer? Nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in ein Felsen. In die Nähe befand Medusa und Andromeda war gefesselt und hat Angst gehabt, bis dann Perseus kam und befreite Andromeda, und Perseus schneidete den Kopf der Medusa sogar auch ab und befreite Andromeda auch von ihren Ängsten. Die beiden, Andromeda und Perseus, verliebten sie sich und kam im Spiel Pegasus, der Pferd, und es war ein ganz besonderes Pferd, weil dieser Pferd könnte auch fliegen. Dieser Pferd hat nämlich Flügel und die beiden haben davon geflogen. Diese Geschichte ist natürlich symbolisch gemeint. Wenn wir Ängste haben, dann sind wir wie gefesselt, wie ein Stein. Und wir brauchen eine Art Befreiung, und das symbolisiert auch Perseus. Ein Schnitt und dann sind wir von unserem Ängste befreit. Und dieser Walfisch, dieser Sternbild hat einen Einfluss heute auf unseren Mond. Das kann natürlich sein, dass jemand uns Angst auslöst. Kann auch bedeuten, dass jemand versucht, uns fesseln an etwas. Aber kann auch bedeuten, dass dieser Walfisch, und das beeinflusst unserem heutigen Mondenergie, einfach uns auf etwas zwingen will. Und hier ist wichtig, keine Angst zu zeigen, unsere eigene Meinung vertreten und nicht zulassen, dass jemand uns auf etwas zwingt. Das ist die Mondenergie.
Und unser Planet Erde befindet sich im Tierkreiszeichen Stier und hat eine Verbindung zu Andromeda. Und das ist diese gefesselte Königstochter. Und das ist ein besonderer Stern, was heute bestrahlt unseren Planet Erde, Almach. Und diese Almach vermittelt künstlerische Begabung oder Erfolg oder Sieg, besonders im Bereich Kunst. Und wir sollen diese schöpferische Kraft auch verspüren, aber keine Angst vor Veränderungen und sollen wir auch nicht zulassen, dass jemand uns auf etwas erzwingen möchte, sondern auf unserem eigenen Kraft, auf diese schöpferische Kraft vertrauen. Das ist die allgemeine Energie im heutigen Tag und wir schauen an die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen gehen über ihren Grenzen. Neptun bewegt sich hier im Tierkreiszeichen Fischen. Es ist rückläufig. Das kann karmische Bedeutung sein, kann auch bedeuten, dass jemand von Vergangenheit meldet. Aber Neptun bekommt gute Einflüsse. Das können auch schöne Erinnerungen sein und die Fischengeborenen sollen auf ihre schöpferische Kraft vertrauen. Und natürlich auch beachten, was sagt diese Mondenergie jetzt aus? Was will dieser Walfisch? Uns auf etwas zwingen, fesseln. Kann auch unserem eigenen Ängste sein. Also, wir brauchen diesen Schnitt, diese klare Entscheidung, aus die Ängste raus, eigene Meinung vertreten, auf unserem Intuition vertrauen und diese schöpferische Kraft spüren. Und es wirkt natürlich sehr intensiv bei den Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommt in die kommenden Tagen, aber das beginnt heute schon etwas in Bewegung. Die Wiedergeborenen bringen etwas in Form. Wichtige Entscheidungen werden auch treffen. Es sind Veränderungen, Umbrüche, unerwartete Ereignisse, schicksalhafte Entscheidungen. Aber die Wiedergeborenen sollen auf ihre Kraft achten, also diese inneren Kraft. Brauchen die Wiedergeborenen und wo liegt es Kraft? In die Ruhe, also die innere Ruhe bewahren und diese inneren Kraft spüren, diese schöpferische Energie, auch in eigene Meinung vertreten und wenn sie etwas in Bewegung setzen und das werden sie auch tun, darauf achten, wie setzen sie ihren Kraft ein. Wenn das zu viel ist, wenn sie das übertreiben, dann verlieren sie die Gleichgewicht. Verlieren die Kraft und es ist Müdigkeit, Erschöpfung und auch das innere Gleichgewicht. Also wichtig ist die Ruhe bewahren, Klarheit, Orientierung, das eigene Kraft spüren, selbst die Entscheidungen treffen und überlegen, in welche Richtung setzen sie ihre Kraft ein. Und so bleiben sie im inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen bewegt sich unserem Planet Erde und das ist die feste Boden unter unseren Füßen und das brauchen auch die Stiergeborenen Sicherheit, Stabilität. Es bewegt sich etwas und die Stiergeborenen werden von etwas begeistert sein. Aber sie sollen auch diese Angst überwinden. Angst vor Veränderungen, Angst vor die Zukunft, was nur wichtig ist, für die Stiergeborenen auf anderen zugehen, die Kontakte suchen, aktiv zu sein, weil das bringt etwas in Bewegung. Wichtiges Thema ist gerade bei den Stiergeborenen auch die Arbeit, aber auch die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen waren etwas gebremst in den letzten Tagen, aber jetzt kommt endlich etwas in Bewegung und da haben die Zwillingsgeborenen Erfolg. Glück in die Liebe, Partnerschaft und die Zwillingsgeborenen haben Kraft und Mut und das werden sie auch zeigen. Sie beweisen sich in einer bestimmten Situation und zeigen auch sehr viel Mut und Kraft und haben auch Erfolg. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen war in den vergangenen Tagen leichter. Das war etwas im Fluss.
Ungehindert war die Bewegung. Das ändert sich ab heute. Da sind Einschränkungen da, auch morgen. Damit können die Krebsgeborenen rechnen. Es ist nicht der richtige Augenblick zum Handeln. Es ist nicht der richtige Augenblick, etwas Neues starten, etwas Neues beginnen, sondern lieber abwarten und warten für einen richtigen Moment. Jetzt sind unerwartete Ereignisse, aber auch Einschränkungen da. Ansonsten befinden sich die Krebsgeborenen in einer Wandlung, in einer Veränderungsphase und in den kommenden Tagen werden die Bestätigungen kommen. Aber heute Morgen sind noch die Einschränkungen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen werden von etwas begeistert sein und sie haben beruflichen Erfolg. Die einzige, was die Löwengeborenen momentan hindert, das sind die Gespräche, die Kontakte, die Termine. Sie können andere nicht überzeugen und das führt auch zu Missverständnissen. Es kann sein, dass die Löwengeborenen warten auf eine Nachricht oder auf einen Vertrag oder auf einen Termin und es kommt mit Verspätung, aber ab 6. November geht's vorwärts und bewegt sich etwas. Also dann ab 6. November ist diese Nachricht zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Aber sie sollen von sich selbst überzeugt sein und Mut und Kraft zeigen, ihre Ängste überwinden. Und sie haben dann auch beruflichen Erfolg. Es ist nämlich ein beruflicher Aufstieg. Oder haben sie mehr Möglichkeiten und Chancen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht, sonst verlieren sie die Kraft. Also wichtig ist auch die Ruhe und auf ihren Gefühlen achten, nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Wichtige Thema sind Liebe, Partnerschaft, aber auch Freundschaften. Vielleicht wird von einer Freundschaft Beziehung. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben immer noch eine tolle Ausstrahlung und einen wunderbaren Einfluss von dem Planet Neptun. Und das sind die Visionen, die Träume, aber auch die Kreativität, diese auch schöpferische Kraft, die Intuition und Inspiration. Und auf das können die Skorpiongeborenen vertrauen. Und eine tolle Ausstrahlung haben sie immer noch. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben jetzt Glück. Es kommt etwas in Bewegung und es etwas begeistert die Schützengeborenen. Das kommt vielleicht plötzlich, unerwartet, aber das kommt in Form. Und sie sollen auf ihren Werten stehen und es auch verlangen, die Wertschätzung von anderen. Das ist sehr wichtig. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist etwas unbeweglich. Sie sollen warten. Es ist nicht der richtige Augenblick zum Handeln. Es ist nicht der richtige Augenblick, etwas Neues beginnen. Aber kleinere Veränderungen, ein Besuch oder eine Einladung oder jemand einladen oder Kontakte im vertrauten Umgebung zu suchen, das ist auf jeden Fall ein Vorteil und hilft bei den Steinbockgeborenen. Keine große Planung, keine große Reise, keine größere Veränderungen, sondern im vertrauten Umgebung die Kontakte suchen oder kleinere Veränderungen vornehmen, weil das ist momentan wie eine Sperre da und erst in den kommenden Tagen verbessert sich etwas. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität. Sie möchten etwas befestigen. Sie schaffen gerade die Boden für etwas, dieser Fundament. Und es gelingt auch. Und sie können ihre Ideen umsetzen. Und in den kommenden Tagen kommt auch etwas in Bewegung und kommt auch die Begeisterung. Das ist Erfolg, was die Wassermanngeborenen gerade erleben. Es kann sein, dass die Gespräche nicht so laufen, wie sie Wassermanngeborenen das wünschen. Kann auch sein, dass sie können momentan andere nicht überzeugen oder haben ein Streitgespräch. Also die Gespräche vermeiden. Ansonsten haben sie wirklich Glück, besonders ihren Vorhaben, das umzusetzen, etwas Neues beginnen, die Mut und die Kraft ist da und haben auch Glück in die Liebe
Partnerschaft. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein. Möchten Sie wissen, wie das in Ihrer Situation ist? Welche Tage sind günstig? Wann sollen Sie etwas Neues starten? Oder haben Sie schon einen Termin und möchten Sie wissen, wie das verläuft? Oder orientieren, was kommt Jahr 2018? Was ist die Tendenz? Was passiert in einzelnen Monaten? Gibt es da auch Hindernisse? Welchen Tagen sind vorteilhaft? Das kann ich Ihnen ganz genau beschreiben. Dazu benötige ich natürlich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Ansonsten empfehle ich Ihnen die Blitzberatungen. Es sind Fragen, was unseren Alltag betrifft, wie zum Beispiel sehe ich ihn in den kommenden Tagen? Kann ich Sie vertrauen? Bleibe ich bei diesem Arbeit? Soll ich diese Schulung machen? Wo liegt meine Berufung? Bin ich überhaupt spirituell? Soll ich umziehen? Soll ich diesen Ort verlassen? Soll ich dieses Buch kaufen? Und, und. Es sind auch sehr wichtige Fragen und das können Sie dazu diese Blitzberatungen buchen. Wie funktioniert das? Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Beschreiben Sie Ihre Lebenssituation und stellen Sie Ihre Fragen. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und noch etwas, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und das können wir astrologisch voraussagen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.